mit Andreas Hausmann. Radio Niederösterreich. Wir haben schon alles vorbereitet für die nächste Trainingseinheit für die Abfahrt auf der Streif am Samstag. Haube liegt parat. Helm hast du sogar mit, Astrid? Jeden Tag wird das Equipment jetzt mehr, ja? Sogar Stecken für mich. Mhm. Und wir haben zwei Kameras. Du wirst mit Helmkamera fahren? Ganz genau, ja. Ich weiß, die erste Helmkamerafahrt, also das muss schon was Ordentliches werden heute. Und wir warten auf weitere Kolleginnen und Kollegen, die da mitstehen. 2 Minuten, 3 Sekunden, 38 Hundertstel in der Abfahrtshocke. Gleich nach Billy Joel. 7.15 Uhr ist es. Einen schönen guten Morgen am Donnerstag. Ja, ich muss feststellen, die Motivation wird immer größer und die Leute im Studio immer mehr. Ich begrüße jetzt einmal in der Runde Barbara Tschandl, eben noch im Niederösterreichischen Nahestudio. Hallo. Schönen guten Morgen. Christoph Gregoritis, unser Morgensportler. Morgen. Grüß dich. Unser Internetredakteur Benedikt Fuchs ist auch da. Morgen. Ja. Astrid Nentwich, voll justiert in Helm und mit verspiegelter Skibrille. Naja, damit ich die Unebenheiten hier im Studio sehe, klar. Und sensationellerweise noch dazu mit Helmkamera, also unglaublich. Und unser Kamerakind, die Doris Bachler, die Morgen. Wird das alles filmisch festhalten. Ein Video finden Sie dann. Eine Kamera. Das Video finden Sie dann im Laufe des Tages auf unserer Facebook-Seite. Okay, seid ihr bereit? Voll. Ja, also 2 Minuten, 3 Sekunden, 38 Hundertstel wird das Ganze dauern. Mit einem Startsignal vorher. Es ist Tag 3 für uns. Also für die Astrid und mich. Ihr seid eh noch frisch. Achtung, da kommt jetzt der Start. Und ab geht's in die Hocke. Wir nähern uns der Mausefalle, die jetzt abgegraben worden ist, haben wir gehört. Mana. Die Schuhspitzen müssen ja. Du sagst es. Die Schuhspitzen müssen parallel sein. Da hat uns ein Kollege darauf hingewiesen. Danke, Markus Bosch. Allerdings fehlt er mir heute ziemlich, der Herr Instruktor. Schön unten bleiben. Steilhangausfahrt haben wir schon. Ziehweg, langer Ziehweg. Ja, mitwirken, gell? Das ist gut. Ist das schon der Seidelalm? Also man merkt, dass wir die letzten Tage auch das gemacht haben. Es ist sehr anstrengend jetzt schon. Es brennt. Ja. Mein Helm auf ist ein bisschen heiß. Schön tief bleiben. Tief fliegen. Nach unten Rücken machen. Soll ich sagen, wie viel wir noch haben? Ja, bitte. 55 Sekunden haben wir noch. Juhu. Unglaublich lang, so 2 Minuten. Essen. Wo sind wir? Lass mich schauen. Der ist ja damals eine andere Strecke gefahren, der Reichelt. Der ist ja die Traverse umfahren, aber er ist schon im Zielschuss. Nach 25 Sekunden. Noch 22. Der Sprung kommt. Es wird hart. Im Helm und im Stadion. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. Und durch. Ja. Danke für die Mitarbeit. Brutal. Oh. Was ist denn leicht? Setz in der Hocke gestanden. So, jetzt hörst du mal sitzen. Und ausatmen, einatmen, nicht vergessen. Ja, ich glaube, meine Skibrille ist angelaufen.